Alle 14 Teams in der National League sind heute Abend im Einsatz gewesen. Es gibt die volle Ladung Hockey. Hallo miteinander, willkommen zu unserer Highlight-Show auf MySports. Herzlich willkommen auch den Zuschauerinnen und Zuschauern auf TV24, die das Wichtigste vom heutigen Hockeyabend auch mitkriegen. Wir haben schon den ganzen Abend Schweizer Trainer in der National League thematisiert. Es gibt gerade 5 Trainer in der National League und wir wollen mal auf die Tabelle schauen, wie sich die vor der heutigen Runde präsentiert hat mit den Schweizer Trainern. Und da sieht es sehr gut aus für den Jan Gadieu. Sein Team Genf-Servet ganz oben an der Spitze, aber auch der Christian Wohlwend und der Luca Cereda mit Davos und Ambri Piotta sehr gut platziert in der Top 6. Weniger gut sieht es aus auf dem drittletzten Platz. Lausanne, Team von John Fusch, da wird definitiv mehr erwartet im Wattland. Und auf dem letzten Platz der SCL Tigers von Thierry Paterlini. Und reden wir über die Schweizer Coaches in der National League mit unseren Experten, mit Sven Helfenstein und mit Oli Schwarz. Willkommen auch euch. Ja, was mir auffällt, wenn ich die 5 Köpfe anschaue, das sind ja alles einmal Spieler gewesen, erfolgreiche Spieler in der National League. Du hast gegen die eigentlich noch gespielt, Sven. Ja, absolut. Ich habe mit oder gegen den einen oder anderen spielen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, was das eine zwingende Voraussetzung ist, oder? Was man ein guter Coach sein kann. Ich glaube, es kann helfen, wie man sich ein bisschen besser kann. Vielleicht kann ich gewisse Spielsituationen in Spielerinnen versetzen. Aber ich glaube, das Eishockey hat sich enorm gewandelt. Oder? Das ist nicht mehr eine One-Man-Show. Heutzutage muss man können delegieren und vor allem auch leiten, Mannschaft führen. Und das ist schon nicht mehr gleich wie vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren. Und es freut uns, wenn wir so Schweizer Trainer sehen in der National League und wir sagen auch immer, es ist wichtig für Schweizer Hockey. Warum ist es wichtig, Oli? Ja, weil die grossen Hockeykulturen, schauen wir nach Skandinavien, Tschechien, Russland, Nordamerika, dort ist eigentlich das Verhältnis so, dass zu hohen Prozent eigentlich eigene Trainer das eigene Hockey und den eigenen Stil prägen. Bei uns ist es noch ein bisschen umgekehrt, aber es gibt immer mehr. 5, es ist so viel wie noch nie, die den Durchbruch schaffen. Und das freut mich besonders, weil es zeigt, dass sich die Hockeykultur schon entwickelt. Was jetzt auffällt bei diesem Quintett, die 3 auf der linken Seite, Gadieu, Wohlwend, Cereda, denen läuft es gut. He? Die Teams, die sind voll im Schuss, von denen muss sich keiner irgendwie Sorgen machen. Also Stand heute definitiv nicht, oder? Aber man weiss, im Hockey kann alles extrem schnell gehen. Und es ist natürlich auch so, es haben, ich sage mal, alle 5 haben ganz unterschiedliche Roster, unterschiedliche Ansprüche auch, die sie müssen, ich sage mal, erfüllen oder sollten erfüllen. Ich sage jetzt, Wohlwend hat sicher eine andere Voraussetzung wie vielleicht ein Thierry. Ich sage, wenn ich jetzt da vorne, also da die hinteren, sage mal, die Bilder anschaue, habe ich das Gefühl, der John Fust ist wahrscheinlich in der ungemütlichsten Lage vielleicht, oder? Weil er hat eigentlich eine gute Mannschaft, hohe Erwartungen, aber noch nicht so, die Küche läuft noch nicht so, wie sie sollte, oder? Ja, die haben 4-mal hintereinander verloren, also der Match, der Auftritt heute Abend, ganz wichtig eben auch gewesen für Lausanne. Seine Situation würdest du auch als ungemütlich betiteln? Sicher, ob schon nicht das Gefühl habe, dass er auch sehr schwierige Voraussetzung hat, weil die Erwartungen intern, aber auch extern sind extrem hoch. Lausanne ist ein sehr fibriles Umfeld, wo es nicht so einfach ist zum Arbeiten. Also er hat schon das Top-Kader, das ist die schöne Seite, aber er hat eine schwierige Challenge. Und wenn jetzt könntest du auswählen könntest, nimmst du einen Job in Langnau an oder dann in Lausanne? Kommt auf einen Paycheck drauf an. Ja, wenn beide gleich sind. Ja, dann sicher schon mit dem talentierteren Kader. Any day of the week, oder? Ja, also jetzt wollen wir einsteigen in die heutige Runde und schauen eben auch, wie die Schweizer Coaches abgeschnitten haben mit ihren Teams. Wir kommen zum ersten Spiel. Und einer der Genfer Stars ist der Linus Omark und der greift da wieder mal in die Trickkiste. Mit dem Schlittschuh steht er auf den Böck und hält so die Gegner vom Leib. Hast du das auch können, Sven? Ich bin schon auf den Böck gestanden, aber nicht aber extra. Nicht aber nicht extra, ja. Ja, das ist eben einer der Superstars, der da unsere Liga so viel besser macht, Linus Omark. Und Genf ist in Führung gegangen. Ein anderer Nationalspieler, einer aus dem finnischen Nationalteam, der abschließt in dem Powerplay. Phil Pula, der Topscorer, über zum Vatanen. Das sind die Finnen. Zuerst allerdings noch ein paar missglückte Zuspiel, aber sie haben den Böck trotzdem unter Kontrolle. Und dann kommt der Play, der zum 1-0 führt von Genf. Das war ein super Powerplay. Wir haben ihn sehr gut aufgestellt. Jeder, der die Scheibe hat, hat immer mindestens 2 Optionen zum Abspielen. Und dann der Vatanen, der hier mit Salz und Pfeffer einen draufholt. Riesenweg für den Rubetz, kann er fast nichts machen. Man sieht auch, wie scharf der Pass von Phil Pula war. Dass der Goalie noch schwerer hat, den Zügel zu machen.
machen. Super Goal gewesen. 7 Assists hat er schon auf seinem Konto. Der Sami Vatanen, das war sein erstes Goal in dieser Saison. Aber dann ist die Szene gekommen, die zu seinem Ausfall geführt hat. Lehtonen, der finnische Nationalverteidiger mit 44 bei der ZSC1. Und da kommt zu dem Kontakt. Was ist da genau passiert, wo sich der Vatanen verletzt? Ich glaube, er fährt ihm blöd dort ins Bein. Ich weiß noch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist das Knie, schlussendlich. Nicht einmal unter den Fuß. Aber eben, wie gesagt, ich bin nicht ein Röntgenspezialist. Ja. Ich kann es nicht sagen. Aber wenn der sollte ausfallen, I tell you. Dann sind sie im Seich. Der ist wichtig. Sie haben noch ein paar andere, oder? Ja, aber der ist wichtig. Ja, aber Röntgen, das wird das Thema sein. He? Ja, sehr wahrscheinlich schon. Ich habe nicht mehr 9 Minuten gespielt und ist dann auch. Wir hatten schon x Mannschaften, die mit weniger als 6 gespielt bis jetzt. Und das muss einfach auch gehen. Das gehört schon, dazu. Aber immer verloren. Nein, ich glaube nicht. Ja, also, es fällt schon auf. Du hast jetzt gesehen, Bern am Anfang. Mhm. Und hat gemeint, ja, wir können mit 4 knibbeln. Du kannst schon knibbeln. Verlierst du einfach. Mhm. Und wenn je nachdem, wählen, was ausfällt... Du willst einfach gerade einen holen für Genf. Ich sage, Genf ist jetzt am Lauf, muss man auch sagen. Ja. Die können vielleicht schon noch ein Match oder zwei, aber wenn natürlich jetzt Lausanne bist, dann spielst du die Chance ist größer, mit 7 spielen und hoffe, dass niemand merkt, dass du schon mal mit 10, mit 5 spielen. Ja, wir werden das weiterverfolgen. Gute Besserung an dieser Stelle. Natürlich an Sami Vatanen, er ist eine Attraktion in dieser Liga. ZSC Lions, sie sind aber immer dran in diesem Spiel, haben sogar die besseren Chancen gehabt. Am Anfang sind sie bessere Team gewesen. Darum auch hoch verdient. Der Ausgleich, der so entsteht. Da zieht es los. Hollenstein Boden mal. Sehr blöder Scheibenverlust aus Genfer Optik. Und er Zürich, der blitzschnell kontert. Sehr schön, wie der Bodenmann zwischen die Verteidigerinnen stresst in die Mitte. Steht viel zu breit und dann auch ein Säckenschuss. Sehr ein gutes Off-the-Rush-Goal Zürich sowieso. Ein paar ganz gefährliche sättige Chancen gehabt, schnellen Gegenstöße. Robert Meier war heute wieder im Goal bei Genf Servette. Und dann Bulli-Situation. Sven, was ist wichtig im Bulli? Marc-Antoine Bulli hat gegen Lamico. Zuerst einmal Face-Off nicht verlieren, das ist genau passiert. Nachher hat man aber trotzdem die Scheibe irgendwie richtig Goal gebracht. Und dort haben wir wieder Inside verloren. Vor dem Goal sicher ein bisschen Glück dabei. Oder ein bisschen Pech von der Gehring, der dort den Battle gegen den Bulli hat verliert. Mhm. Was er nachher aber sehr schön reinhält. Aber der Center, der Juha Lamico von der Lions, haben wir da noch gesehen. Nach dem Bulli, den er verliert, irgendwann auf den Knien, dann irgendwo im Niemandsland. Yes. Und ja, und so entsteht es. Und Genf kann wieder vorlegen. Hätte da ja, so in dem Fall können die Führung erzielen. Aber die Zürcher sind wieder angekommen. Und es war dann gerade der Lamico, der abgeschlossen hat. Eine Kombination, die aber sehr, sehr schön vorbereitet worden ist. Wieder durch die Mitte. Wieder die Vorwärtsbewegung, Scheibenverlust, oder? Dort darfst du einfach den Puck nicht verlieren. Oder? Das ist Turnover City. Oder? Der Coach, jeder Coach drüllt komplett am Rad, wenn du dort den Puck verlierst. Oder? Alle in der Vorwärtsbewegung. Aber nachher muss man auch sagen, sehr schön gespielt. Also das ist Barcelona 2022. Ja. Oder mal Holstein, Mensch. Genau. Und dann Lamico, der abschließt. Ja, ist es das Spitzenspiel gewesen, das wir uns versprochen haben. Wir haben ja gesagt, wenn man Punkte pro Spiel anschaut, dann ist Genf Erster gegen Zürich der Zweitplatzierte in der Liga. Ich finde, es war ein sehr attraktives Spiel gewesen, sehr schnelles Spiel, wo man schon gesehen hat, wie viel individuelle Klasse in diesen beiden Dressen steckt. Mhm. Es war ein sehr guter Match gewesen, in meinen Augen. Und dann ist die Entscheidung gefallen und sie ist ja schon wieder für Genf gefallen. Da kommt der Angriff, Ueli, wo wir dann noch genau anschauen wollen. Früh im Drittel. Da muss man sicher das Bässchen rausheben, oder? Genf mit einem super Rush und nachdem das Backhand Leger Bässchen quer durchs Drittel durch auf den Winning. Man sieht es nachher beim Jubel, der Winning, ja, sagt es eigentlich gerade Sam Miranda selber, das war eine gute Geschichte, das Bässchen. Mhm. Nach 28 Sekunden, Szene, die wir ein bisschen auseinandernehmen, weil sie hat am Ende den Match entschieden. Ja, es war ein sehr schöner Angriff gewesen, von hinten nach vorne, aus einem Guss, eben auch auf der Rasch und dann mit einem schönen Abschluss. Gibet Teuf bei Genf im Drittel, jetzt kommt der Master himself, der Tömer Nessa Gibet.
dreht sofort nach vorwärts. Und jetzt sehen wir die beiden Spieler. Der 85er, der Miranda, und der andere gehighlighted Spieler ist der Daniel Winnig. Am Schluss die zwei Protagonisten, die das Goal schiessen. Die kreuzen die komplett. Einer geht ganz rechts, einer geht ganz links. Und jetzt kommt ein herrlicher Pass vom Tömmernes über auf den Miranda. Und ich glaube, der entscheidende Fehler passiert jetzt genau hier. Hier sehen wir, man ist eigentlich zurück aus Zürichs Sicht. Man ist sogar in Überzahl, aber der Riedi hier defensiv nicht ganz wach zum Beginn des Drittels. Und jetzt müssen wir darauf schauen, wie extrem Zug auf das Goal der Winnig entwickelt. Er zieht einfach auf die Kiste, ohne Rücksicht auf Verlust. Dann kommt genau im rechten Moment der Backhand-Pass. Wirklich ein super Goal. Control Breakout, wie man sagt, kontrollierte Auslösung, schön angelaufen, Breite braucht, super Pass, Zug aufs Goal. Da lacht das Trainerherz vom Schweizer Trainer Jan Gadio, da bin ich sicher. Ja, mal schauen, ob nur das Herz lacht oder ob noch ein bisschen mehr in seinem Gesicht zu erkennen ist. Da haben wir im Interview beim Matthias Rötlisberger. Ja, Jan Gadio, wir haben vor dem Spiel über Ihre sensationelle Siegesquote von 74,4% gesprochen. Jetzt haben Sie sie ausgebaut nach diesem Sieg gegen die ZSC Lions. Wie kam der zustande Ihres Erachtens? Oh, wir haben ein schwieriges Spiel gehabt heute. Ich glaube, Zürich ist besser ins Spiel reingekommen und sie haben uns fast schon überrascht. Aber am Ende, im zweiten Drittel, wir haben viel kreiert. Ich glaube, unser Puck-Management war nicht sehr gut heute. Aber am Ende, wir haben einen Weg gefunden und das ist, was ich habe vor dem Spiel gesagt, auch gute Mannschaft, sie finden einen Weg und heute, wir haben einen Weg gefunden, um den Spiel holen. Einen Weg gefunden, um zu gewinnen, aber auch, es war das 9. Spiel und Sie haben zum 8. Mal 2 Gegentore gekriegt, nur glaube am Freitag oder Samstag gegen Lausanne eines, also nie mehr als 2 Gegentore. Das ist die beste Defense der Liga nach dem Gegentore-Schnitt und das hat wahrscheinlich heute auch zum Sieg verholfen. Oh, es ist klar, es nimmt ein bisschen weniger Druck, es nimmt Druck weg von unserer Offense und ich glaube, wir sind stolz auf das. Wir wollen nicht ein Defensive Team sein, aber wir wollen eine intelligente Defensive Mannschaft sein, das spielt richtig defensiv. Wir haben gesehen heute, zweiten Tor war ein dummer Turnover von uns, aber werden wir putzen das, es ist gut und wir wissen, wir haben das Talent zum Tore schießen, aber wir müssen sauber hintern spielen und die Regeln sind die gleiche für alle Spieler, wenn wir sind in unserer Zone und das ist sehr wichtig. Gratuliere, vielen Dank. Ja, danke. Der Coach vom Leader von Genf Servet, 7. Sieg in Serie. Sehr beeindruckend, was die Mannschaft hier anleitet. Die Mannschaft eben vom Jan Gadieu, einem der Schweizer Trainer, der Sohn von Paul-André Gadieu. Also schon ein grosser Name in der Schweizer Hockeyszene. Genf Servet gewinnt also den Spitzenkampf gegen ZSC Lions. Das war der Auftakt in unsere Highlight-Show. Der Rückblick auf unser Hauptspiel am heutigen Abend. Es gibt noch 6 sehr spannende Affischen. Wir sind gerade wieder zurück im Studio. Zurück in der Highlight-Show bei MySports und bei TV24. Wir gehen weiter, wir legen den Fokus heute Abend eben auch auf die Schweizer Trainer in der National League. Und da ist es heute gerade zu einem Direktduell gekommen im Tabellenkeller. Paterlini gegen Fust. Und da sind eben auch Goalies im Mittelpunkt gestanden. Ja, da haben wir den Ivar Spunenovs im Los Andres und da kommen die Langnauer. Letztes Jahr waren es noch Teamkollegen, jetzt Gegner. Und auf der anderen Seite der Luca Bolzhauser im Goal. Und da kommen die Lausanner und sind jetzt Gegner. Er letztes Jahr bei Lausanne im Kasten. Also die beiden Goalies haben gerade Plätze getauscht. Und das ist natürlich für die auch ja, ganz ein wichtiger Auftritt am heutigen Abend, wo man sich von der besten Seite will zeigen. Und das sind die Langnauer gewesen, die das erste Goal haben können schiessen. Der Alexi Sarela, einer, der ein bisschen gebraucht hat im Langnau-Dress, um auf die Tour zu kommen. Und jetzt ist er der Antriff. Super Pass vom Schmutz unter dem Stock durch vom Verteidiger und nachher sensationell geschossen. Sarela 1-0, kommt langsam im Fahrt an den Finn. Ja, der Bunenhof hätte den vielleicht gerne nochmal zurück. Und ja, es ist dann später eigentlich gerade nochmal zu dem Duell gekommen, an den Schuss auf Fanghandseite, wo ihm reingeht. Und dann Powerplay von Langnau. Und da sind es wieder die Spezialisten. Der Sarjärvi, der Topscorer, und eben der Alexi Sarela mit seinem zweiten Goal. Und der Personen vor dem Goal, der für mich der entscheidende Anteil hat. Schaut mal hier, Screen springt auf, Bunenhof muss die Scheibe suchen. Jetzt sieht man es sehr gut. Und genau am falschen Moment,
Moment verwünscht er ihn dann oben hoch. Ist wirklich sehr gut gemacht von Pesonen, ist auch ein guter Schuss. Und zwei Goal haben einen Haufen Wert bei Mannschaften, die eben Mühe haben zum Goal schiessen. Das wird der weitere Verlauf dieses Spiels zeigen. Aber Lausanne hätte seine Chancen gehabt, zum Beispiel in diesem Moment. Eine Riesenchance und ein riesen Tohuwabohu. Ich meine, die Situation, wenn es läuft, dann geht genau so Scheiben rein, oder? Und jetzt in dem Fall, ja, bleibt sie halt irgendwie knapp vor der Linie hängen. Aber ich muss sagen, Bolzi macht einen guten Job generell. Hm? Schauen wir nochmal auf den Verteidiger hier. Jetzt braucht die Hand, schiebt die Scheibe unter. Oh. Wow, hoffentlich Aha. hat der Scheibe nicht geklemmt. Er hat es eben auch geklemmt. Und darum ein Penalty, die riesen Chance. Und jetzt der Kovac. Das geht Zuberwühler im Goal rein. Gut abgewehrt, muss ich sagen. Ja. Der Kovac, der so wichtige Goal gemacht hat, oder? Auch im Penalty-Schiessen, der schon so auffällig ist als Goalschütz. Und jetzt läuft es auch ihm nicht mehr. Er vergibt die Chance, aber es ist weitergegangen. Achtung, leeres Goal, die letzte Minute läuft. Lausanne probiert nochmal alles. Und der Dario Siedler, der trifft, dass der noch auf dem Eis steht in dem Moment. Einer der jungen, neuen Spieler bei Lausanne. Ja, das zeigt, der Fust hat sicher sehr viel Vertrauen in ihn, oder? Und ja, sicher speziell, aber er gibt da super Zurücksvertrauen und Gratulation an dieser Stelle zum ersten NL-Goal. Mhm. Aber eben, es hat nicht für mehr gelangt. Der Dario Siedler trifft zwar, aber es ist dann noch ein Empty-Net-Goal, ein leeres Goal. Die SCL Tigers holen sich den enorm wichtigen Sieg mit 3-1. Und wir schalten raus zu unserem Mann vor Ort, zu Michael Krein. Ja, für den HC Lausanne ist die fünfte Niederlage in Serie. In diesen fünf Spielen haben sie gerade mal 3 Goal geschossen. Ganz anders, die SCL Tigers, wir sehen die Fans hinter mir. Sie holen den 2. Sieg in Serie. Alexis Arela, zweifacher Torschütz. Luca Bolzhauser hat eine überragende Partie gespielt. Und das erste Mal hat lang noch 3 Punkte eingefahren. Und wir gehen zum Trainer, zum Thierry Batterlini. Thierry Batterlini zum ersten Mal ein 3-Punkte-Sieg. Es war aber ganz eng, wie sie eure Nerven waren in diesen Schlussminuten. Ja, es war wirklich sehr eng. Die Sekunden haben sie ausgemacht am Schluss. Sie sind dann einmal angekommen. Ich war froh, dass wir das 3. Goal geschossen haben. Es war sehr knapp. Was war das Rezept, dass es heute eben so gut aufgegangen ist für die SCL Tigers? Ja, sicher die herausragende Leistung von Bolzhauser, die heute sehr gut gespielt hat. Und aber auch ein Unterzahlspiel, das herausragend war auf unserer Seite. Wir mussten doch einige Strafen killen. Wir sind immer im Spiel geblieben und haben im richtigen Moment Goal geschossen für uns. Besten Dank, Thierry Patterlini. Ja. Ja, sehr viel wert der Sieg natürlich für die SCL Tigers. Das schnaufen wir durch. Und auf der anderen Seite John Fust, Lausanne. Sie bringen es einfach nicht zu laufen im Moment. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwann müssen sie es dann schon mal zu laufen bringen, weil eben jetzt sind doch ein paar Spiele vorbei. Lausanne hat höhere Ambitionen, ist nicht so, was man einfach ein bisschen in dieser Liga knibbeln will. Jetzt von lange überholt worden in der Tabelle. Ja. Noch tiefer, aber kein. Also ich weiss nicht, wie lange was zugeschaut wird. Ich sage immer, ich hoffe jeder Coach, was genug lang zugeschaut wird. Ich habe wirklich das Gefühl, in der Regel sind Coachesentlassungen nicht der Schlüssel. Nur. Ich sage, die Spieler müssen auch die Verantwortung genommen werden. Und es ist vielleicht noch ein bisschen früh, bis sehr früh. Aber es ist schon besorgniserregend aus Lausanne Sicht, was einfach nicht zustande gebracht wird. Die Problematik ist ganz klar die Offensive, wie es der Michael Krein gesagt hat. Mit 5 Spielen, 3 Goal erzielen mit diesen Kaliber, die man in der Mannschaft hat, das ist ganz schwer zu punkten. Und Goalschiessen hat mit Selbstvertrauen zu tun, mit Spass, mit guter Stimmung und. Da geht vieles von selber. Aber mit so eben wie heute geht das natürlich gäng weiter runter. Und das wird eine schwierige Phase für Lausanne. Also werden wir genau beobachten, was da natürlich passiert in nächster Zeit im Wattland. Kommen wir zum nächsten Schweizer Trainer, der heute Abend zum Einsatz gekommen ist, zum nächsten Spiel. Der
HC Ambri Piotta mit dem Luca Cereda. Ja, und der hat sie wirklich zu laufen gebracht mit seinem Team. Und ja, so ist mittlerweile die Situation, dass Ambri eben auch da als klarer Favorit ins Spiel geht gegen den Aufsteiger, den EHC Kloten. Und ja, Ambri ist sehr gut in das Spiel gekommen. Wir können da einsteigen beim Spielstand von schon 13-0 für Ambri Piotta. Wir sind da in der Schlussphase vom zweiten Drittel. Und da kommen sie wieder, die Weissen, und treffen den Valentin Hoffer. Aber auch hier Scheibenverlust, die Vorwärtsbewegung haben wir ein paar Mal gesehen. Und er eiskalt, 2 gegen 1, hier sehr gut gemacht, wie sie sich blocken dort in der Mitte. Guten Pass, frech abgeschlossen. Ja, klassisch auf der Rush. Ja, und wir schauen gerade nach dieser Szene. Die Tschechen hatten ein paar Mal den Stock im Spiel gehabt. Da der Spacek auch der Klappig heute Abend mit einem Goal und auch mit Assist. Zum Beispiel da, Minuten später. Das Goal von Nick Shore. Ja, also dort hat der Tschech definitiv sehr viel zugerichtet Goal. Wenn er dort draussen rumzieht, das ist High Level. Da sieht man, der kann Hockey spielen. Das müsste eigentlich schon fast ein Goal sein. Mhm. Ich denke, der Shore hat jetzt sicher schon schwerere Goal gemacht als das, aber eine super Einzelaktion von ihm. Ja, der Klappig, der hat schon 1-0 geschossen dem Abend. Spacek hat 2-0 geschossen und Schlussresultat 6-0 für Ambri Piotta. Der Schlusspunkt, der kommt vom Inti Pestoni. Oh, hier wieder Konter, Tic-Tac-Toe. Also Kloten ist wirklich recht reingelaufen heute. Ambri aus einer guten Defensive, messerscharf Konter, ein wunderbares Goal. Sehr schön auch der Hofer da, Hofer Valentino, der sich da auch mit wieder einem Assistpunkt gut schreiben kann. Ein junger Spieler, 0-2-Jahrgang, der einen super Job macht in Ambri bis jetzt. Ja, Metzel hat man nicht rausgenommen, der musste drinnen bleiben bis zum Schluss. Der antifinnische Goalie mit einem schwierigen Abend, der Janne Juvonen auf der anderen Seite bei Ambri Piotta, der feiert einen Shutout. Und der Luca Cereda kann sich also über den nächsten Sieg freuen von seinem Team. Wir hören im Interview bei Oli Franzen. Ja, Luca Cereda, Sie sind noch in der Kabine bei der Mannschaft. Was sagt der Trainer nach einem 6-0-Sieg zu der Mannschaft? Ja, nicht viel. Ich habe einfach gesagt, dass in den ersten Drittel unsere Goalie hat unsere Möglichkeit gegeben zu gewinnen, weil wir haben ein paar Scheiben zu viel verloren. Er war super und dann haben wir ein bisschen intelligenter gespielt und weniger Scheiben verloren. Und am Ende verdient Kuhne. Also ohne Problem kann ich sagen, das Resultat ist ein bisschen zu hoch für Kloten. Aber 6-0 macht den Eindruck, dass es sehr deutlich war. Aber der Anfang war ein bisschen kompliziert. Sehen Sie das in dem Fall auch so? Absolut, ja. Ich denke, erste Drittel, wie gesagt, haben wir zu viele Scheiben verloren. Und eben, Janne Juvonen war super im Goal. Er hat seinen Shoutout verdient und müssen erarbeiten. So, ich bin sicher zufrieden für ihn, aber 6-0 ist sicher nicht das richtige Resultat für Kloten. Danke vielmals. Dankeschön. Ja, das ist auch uns aufgefallen, als man ein bisschen auf diesem Match übergeschielt hat und das Ergebnis gesehen. Man hat das Gefühl, es hätte nur Ambri gespielt am heutigen Abend, aber das war nicht so gewesen, wenn wir rausgehört haben beim Luca Cereda. Und Expected Goals ist schon da eine Währung, die uns immer wieder auch hilft, um zu sehen, was eben auch Kloten heute für Chancen hatte, Sven. Ja, also wenn ich jetzt da den Shot-Tracker anschaue, müsste es etwa 3,6 zu, sagen wir mal, 2 sein für Ambri, aber schon ein bisschen knapper, oder? Ja. Aber das ist immer so, wenn es halt läuft, dann läuft es, und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt eben nicht. Mhm. Also bedeutet schon auch, dass eben Goalies einen grossen Einfluss können auf die eine oder allenfalls auf die andere Seite, oder? Ja, absolut. Ja. Also, soviel zu dem Spiel. Der nächste Sieg vom HC Ambri Piotta, der sich also hier oben kann ansiedeln in der Tabelle. Wir wechseln zum nächsten Spiel. Rapperswil-Jona Lakers gegen Aschua. Und da in diesem Match kann man sagen, ist es hoch zu und her gegangen. Und unser Reporter, der Ken Vettore, der nimmt uns mal rein in die entscheidende Phase, in die entscheidende Szene von diesem Spiel. Ja, da hinter mir, da gehen die Rappi-Fans, man kann es mit einem Wort
zusammenfassen, wenn Rappi spielt, das ist Spektakel. Die letzten Spiele 6-5, 3-4 dann in der Verlängerung in dieser verrückten Overtime gegen Ambri. Vorgestern 6-4 gegen Bratislava und heute also ein 6-3 gegen Aschua. Man hat immer wieder fahrig agiert bei Rappi. Man hat vorgelegt, immer wieder Aschua ins Spiel zurückkommen lassen. Und das ist sicher etwas, wo Rappi daran schaffen muss. Spielentscheidend, ganz klar das Foul von Guillaume Asselin gegen Leandro Profico. Das hat dann das Ganze zum Kippen gebracht. Aber man muss sagen, Aschua, die gehen zwar mit 0 Punkten heim, aber mit einer gesunden Portion Zuversicht. Ja, aber sie werden sich sicherlich auch ärgern, weil es ist 3-3 gestanden, wo der Guillaume Asselin eben das Foul macht, das ihm 5 Minuten Strafe gebracht hat. Und ja, da kommt die Aktion, Stockschlag, zu verdickt, da der Asselin gegen den Profico und ja, er schlägt ihm den Stock zwischen die Beine. Ja, da gibt es von mir keine zwei Meinungen, das macht man nicht, das gibt es nicht und jetzt sieht man es hier sehr gut, jetzt kommt der Schlag unten rauf und er zieht er noch, das tut niemandem sehr gut. Also das, die Szene, die man sagen kann, die dann eben zur Entscheidung geführt hat in diesem Match. 5 Minuten Powerplay für Trapperswil und Lakers. Und die wissen mit einer Überzahlsituation etwas anzufangen. Das haben sie heute Abend dann eindrücklich bewiesen. Das ist 4-3. Sandro Zanker schließt ab. Andrew Rowe und der Profico, der dann wieder gestanden ist, haben vorbereitet. Ja, ich denke, ein sehr schöner Schuss hier. Profico, der gerade wieder im Mix kommt. Zanker für ihn sicher wichtig, dass er der Monkey auf the Back ist, wie der Uli so schön sagt, oder? Das erste Saison-Goal. Er hat letztes Jahr doch etwa eine dürfen machen und ist sicher wichtig für Rappi, was er wieder auf dem Treffen. Ja, und ja, die Strafe ist natürlich weitergelaufen. Bei einer 5-Minuten-Strafe, Powerplay geht weiter. Cervenka, Schröder und dann der Jensen, der abschließt. 58-41, 5-3 Rappi. Sehr schön rausgespielt, alles direkt. Und man weiss, wo die Mitspieler stehen. Allerdings sehr nachlässig, sicher von Aschua. Aber jetzt Goal, wie es rausgespielt wird, da vom Schröder auf Jensen, sensationell gut. Und so ist dann die Entscheidung gefallen gewesen. Rappi hat bis jetzt jedes Heimspiel gewonnen, ist das erfolgreichste Heimteam in der Liga. Und der Mann, der ja gefällt wurde, ist der Leandro Profico. Der hat dann noch ins leere Goal getroffen zum Schlussresultat von 6-3. Also sie sind ein bisschen gestolpert vielleicht einmal heute Abend, Trapperswil und Lakers, aber am Schluss holen sie die nächsten 3 Punkte heim. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass Rappi wieder so gut spielt die Saison, aber sie spielen wirklich souverän, kannst du nicht anders sagen. Sie haben auch die neuen Jungs, die dazugekommen sind, die verheben wieder einmal mehr. Schröder, Hans-Rudi spielt es fantastisch. Der Jensen vom Norden knebelt es auch wirklich gut. Ich finde das sogar sehr gut. Also, es gibt noch einen Dritten, den wir nicht dürfen vergessen dürfen, der extrem guter Move ist, der Tyler Moyen. Hier getroffen wieder hin. Jawohl. Und Moyen ist ein Spieler, der so polyvalent ist. Flügel, Center spielen, ist sehr gut im Powerplay, kann dort praktisch jede Position spielen. Für mich ein Schlüsseltransfer. Und darum werden die Linie immer wieder gemixt bei der Rapperswil und Lakers und immer wieder neue Kombinationen und alle funktionieren und das Spiel läuft. Den Fokus wollen wir auf die Schweizer Trainer legen und da haben wir jetzt gerade den Nächsten, den wir in Aktion sehen im nächsten Spiel. Der Christian Wohlwend, der Cheftrainer vom HCD, ist ein emotionaler Typ. Ja, und heute Abend ist das Feuer wieder einmal ausgebrochen bei ihm. Über das haben wir schon ein paar Mal geredet. Und jetzt wollen wir schauen, was genau in diesem Spiel eben auch gelaufen ist, was ihn so in Rage gebracht hat. Fribourg-Gottéron ist in Führung gegangen. Wir sind da im ersten Drittel und sehen den Julien Sprunger, der den Gilles Sen bezwingt. Der Sen, der heute Abend das erste Mal im Goal ist beim HCD. Das ist ein spezielles Goal, oder der Motte bringt die Scheibe Richtung Kiste und nachher gewinnt der Sprunger eigentlich den Stick-Battle gegen den Dahlbeck dort. Und Sen wird ein bisschen überrascht, aber sicher ein unglückliches Goal. Ja. Fribourg ist in Führung gegangen und jetzt wollen wir uns eine Szene anschauen, wo auch viel Diskussionsstoff bietet. Es geht um einen umstrittenen Check. Thomas Wellinger, der Davos-Verteidiger und Christoph Bertschi, der Stürmer von Fribourg. Da kommt es zu dem Zusammenprallen der Bande. Wellinger hat nicht mehr
können weiterspielen. Er ist da hart getroffen worden. Eben am Kopf und seine Reaktion. Ich habe das Gefühl, er weiß, was ihm irgendwie jetzt blöd, dass es da nicht mehr weitergeht. Spieler, die vielleicht auch schon Erfahrungen hatten mit Hirnerschütterungen allenfalls. Das ist die Aktion. Und wir haben unseren Schiedsrichter-Experte bei uns in der Runde, den Nadir Mandioni. Nadir, wie siehst du die Szene? Es hat kein Foul gegeben, es hat keine Strafe gegeben, muss man sagen. Ja, das ist richtig. Die Schiedsrichter haben aus meiner Sicht richtig entschieden. Es ist ein korrekter Check, ein harter Check, aber korrekt. Warum? Der Fokus muss ganz klar auf die Körperhaltung sein von Thomas Wellinger. Thomas Wellinger ist normalerweise ein grosser Spieler, 10 cm grösser als der Christoph Bertschi. Aber was ist da? Er schaut nur auf den Böck, entlang der Bande kommt der Böck vom Ecken her und er schaut nur runter. Und er ist nicht bereit auf den Check. Der Christoph Bertschi kommt mit Anlauf, aber nicht gross Anlauf. Er macht sich nicht gross, er kommt nicht ab, er hat den Ellbogen hat er am Körper, sprich den Arm, und macht den Check. Internationaler Check ist es gut und das gehört auch hier in der Schweiz dazu. Für mich ist es okay so. Okay, aber ich finde, man sieht, er hat schon auch, der Kopf wird getroffen und man hat wie lange immer gesagt, es gibt keinen guten Check gegen den Kopf. Also egal, wenn es den Kopf trifft, dann muss es eine Strafe geben. Das ist also nicht mehr unbedingt so. Sehr gut, dass du es ansprichst. Das ist die Regel 48.1 für die, die es vornehmen. Dort steht eben drin, dass Körperhaltung matchentscheidend ist, wenn der Spieler im Scheibenbesitz ist. Und der Thomas hat einen kurzen Moment die Scheibe im Besitz und hat aber eben die Körperhaltung unten mit dem Kopf und dann darf er gecheckt werden, wie er eben im Scheibenbesitz ist. Danke vielmals für die Einschätzung. Nadir, ihr einverstanden, ihr zwei? Dann wird es eine schnelle neue Runde geben. Dass man das so jetzt anschaut. Ja, das ist eine Philosophiefrage, ob man das gut findet. Oder ich habe manchmal schon ein bisschen Mühe, dass man jahrelang gepredigt hat, es gibt keinen guten Check gegen den Kopf, der einfach gar nicht mehr geschaut hat. Kopf war Kopf gewesen, und geht duschen. Jetzt kommt man wieder ein bisschen davon weg. Ich persönlich habe ein bisschen Mühe mit dem, weil es gibt einfach wieder wahnsinnigen Interpretationsspielraum. Aber ich persönlich finde auch, der Check war okay, es war ein unglücklicher Kopftreffer. Ja, ich sehe es ähnlich. Ja, eben 48,1 oder 2 oder 3, schlussendlich, eben, je mehr Kommas du hast nach dem Punkt, dann wird es mühsamer, habe ich das Gefühl, für alle Beteiligten. Also das zu dieser Situation in Davos. Gehen wir weiter im Spiel. Und es ist dann Fribourg-Gottéchon, der hätte können erhöhen. Nächste Szene, die wir anschauen, ist das zweite Goal. Jacob de la Rose, zweites Drittel, 32. Minute. Gut, mit dem Namen bist du ein Rockstar in der Regel, oder? Jacob de la Rose. Wenn du einen Breakaway hast, kannst du die Hände aufheben. Sensationell, wenn sich da durchsetzt. Ein bisschen unglücklich vom Knack. Aber es passiert. Aber nachher hat er schon noch mal einen vierten oder einen fünften Gang dort, ja, weil er sich durchsetzt. Der Schultereinsatz ist super, oder? Ja. Braucht Hand, die Schulter, das ist wirklich vorbildlich, wie er sich da durchtankt. Ja. Ja, und dann hat sehr vieles für Fribourg gesprochen. Sie haben noch können Powerplay spielen gegen Schluss von dem zweiten Drittel. Und jetzt gehen wir gerade in die letzten Sekunden rein. Man sieht, das Powerplay läuft oben ab und dann kommt der Julian Schmutz. Plötzlich gibt es da freie Scheibe. Und die ist plötzlich dann Goal. Der Anschlusstreffer. Zeitlich haben das Coaches extrem gern. 39,9 Sekunden vor Drittelsende. Das ist in der Regel. Also gut, ich denke, es war ein Vorteil, dass Davos passiert ist, wenn es auf die andere Seite passiert wäre. Aber wie geht er rein? Man hat zuerst gemeint, es ist ein Eigengoal von Berra, aber er trifft aus diesem spitzen Winkel. Guter Winkel. Gut, der Schmutz ist ein Sniper. Schmutz ist ein Sniper, der kann das. Also überraschend. Gut, und dann der Ausgleich. Prassel mit einem riesen Solo. Das ist 57. Minute, 2-2. Ja, den notieren wir für Tor des Monats. Obschon wir erst am Anfang des Monats stehen. Aber fantastisch, wie er sich hier durchsetzt. Durch alle durch geht der Schuss, ist super. Ist genau platziert, ist eine Riesenkiste. Ja. Connor McBrassel, kannst du da nochmal dazu sagen? Das und ist dann reden wir ja mal vom Momentum. Und es ist klar, auf welcher Seite dass es das ist. Und da sehen wir, Christian Wohlwend im Element, checkt dann noch schnell den Glenn Metropolitan weg, sondern ein Motto, das immer wieder, jetzt holen wir es. Und dann passiert das. Fribourg-Gottéchon. 58 Minuten, 48, das Schilsen ohne Stock. Die Kollegen probieren zu befreien, aber vergessen den Motto, ganz allein vor dem Goal. Ja, ist wieder 1 Minute 12 oben, oder?
Darum ist es wahrscheinlich so hässlich, da trüllst du durch, oder? Der willst du einfach einen Bohnen, willst du einfach heimnehmen jetzt, oder? Aber schau jetzt, der Fosse, die Blauen gehen führen, der Weiße bleibt stehen, der Goalie hat keinen Stock mehr, drinnen ist sie. Ja, eben, und Goalie ohne Stock ist in der Regel, dann ist ein Alarm, oder? Und die Spieler müssen dann vielleicht einen Stock geben, auf der anderen Seite sind alle so beschäftigt. Jetzt sind vier Davoser um einen Spieler herum, oder? Und nachher, ja, Motte. Darum hat er vielfach die gelbe Kappe, jetzt noch nicht. Aber er weiss halt einfach, wo die Böcke noch kommen, oder? Und dann macht sie dann auch schön, lupft sie noch schön, eiskalt über den Schoner, sieht dann noch viel aus. Aber ein Amateur schiebt sie dort am Schild noch einen Schoner rein, oder? Weil schöner ist dort. Das bringt er dann schon noch an. Ja. Aber ja. Kylian Motte, den kennen wir als einen, der eben Topscore-Qualitäten und der entscheidet den Match. Null Punkte für den HCD, 3 Punkte für Fribourg-Gottéchon und jetzt werden wir ihn hören im Interview, der Christian Wohlwend. Christian Wohlwend, nach dieser Partie, was ärgert dich mehr, dass man das nach dem 2-2 Spiel noch hergibt oder dass halt ganze Haufen Strafen in Pfiffen worden sind? Dass wir verloren haben. Was müsste das Team vielleicht von Anfang an besser machen, damit man gar nicht in die Situation kommt, gerade vielleicht im ersten Drittel? Nein, es war ein 50-50-Spiel. Im ersten Drittel war es klar besser, im zweiten mehr. Und im letzten Drittel konnte es auf beide Seiten kippen. Natürlich, man ist nachher frustriert nach dem 2-2, man erzielt. Was ist denn passiert? Ist das Team da defensiv ein bisschen, soll ich sagen, nachlässig bei den einzelnen Goalen bekommen hat? Nein, eben nochmal. Es war 2-2 und dann am Schluss machen wir wieder einen individuellen Fehler und kriegen noch ein Goal über. Trotzdem noch wegen Nummer 1 in der Lage, machen wir uns auch keine Gedanken, gerade, wenn man einmal so verliert, oder? Nein, ist natürlich bitter, wenn du am Schluss noch mal ausgleichst und dann eineinhalb Minuten oder eine Minute vor Schluss noch mal einen überkommst. Das ist schade. Merci vielmals. Danke. Danke, ciao. Ja, und so hat er sich heute so verabschiedet, verständlicher Frust. Ich finde es einfach geil, wenn es ein Interview gibt, muss ich schon sagen. Ich glaube, obwohl, wenn seine Eltern haben, früher bei Muno haben sie immer gewinnen lassen, Und dann, jetzt, wenn er mal verliert, dann kann es fast nicht handeln. Aber er ist ehrlich, immer authentisch, ja. Oder? Aber du siehst richtig, der überbeißt fast. Der kann nicht schlafen heute Abend, no chance. Der ist bis um 2-3 Wochen, oder? Das ist einer der Schweizer Trainer, der heute Abend nicht zu den Siegern gehört. Im nächsten Match da steht ein grosses Comeback im Mittelpunkt. Er war einer der besten Spieler mit Abstand beim SC Bern und überhaupt in der Liga, der Dominik Cahun, der deutsche Nationalspieler. Er hatte so eine gemeine Entzündung am Fuß und darum konnte er nicht spielen. Heute Abend ist er in Bern und er hat gerockt. Adrian Schmid. Ja, am Anfang hat noch gar nichts danach ausgesehen, als ob der SCB heute Abend einen hohen Sieg würde einfahren. Lugano ist nämlich in der ersten Minute mit 1-0 in Führung gegangen. Dann ist aber Bern irgendwie besser ins Spiel gekommen, hat schon im ersten Drittel das Spiel können drehen. Und nachher im zweiten Drittel ist dann der K.O.-Schlag gekommen, der ungefähr in der Mitte der Partie der Chris Domenico einen Doppelschlag hat können landen. Er hat in weniger als einer Minute 2 Goal geschossen. Und was auffällig war, ist bei Bern heute Abend. Sie haben das erste Mal mit 6 Ausländern spielen können. Das hat man gemerkt, das hat Power gegen vorne. Nicht nur der Di Domenico ist aufgefallen, sondern auch der Rückkehrer, der Dominik Cahun, der ebenfalls ein Goal hat geschossen. Er ist jetzt bei mir. Dominik, wie war es heute bei der Rückkehr in der National League? Ja, als allererstes sehr froh, dass ich wieder spielen kann. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, wieder mit den Jungs in einem Punktspiel zu sein. Und ja, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Waren fast 60 Minuten konstant. Ein paar Mal haben wir ein bisschen verpennt, aber sonst war es eine sehr gute Leistung. Auf dieser Leistung lässt es sich auch aufbauen, oder? Auf jeden Fall, das ist das Ziel. Wir sagen uns immer, wir spielen Spiel zu Spiel. Ja, heute war Freitag und dann machen wir uns bereit für Sonntag in Fribourg. Dankeschön. Ja, nach 18 Minuten 38 hat der Dominik Cahun also sein erstes Goal geschossen dieser Saison. 8. Match für den SCB, der erste für ihn und das werden wir uns jetzt anschauen. Schauen wir mal die Erlösung an. Die Hütte brennt, oder? Die Hütte brennt. Schön, wenn die Scheiben abgefressen wird. Dort. Turnover am Blöden an den eigenen Blauen. Und nachher geht es schnell, oder? Schönes Bässchen dort. Und nachher dann, ja, macht es eiskalt, oder? Das ist der beste Start. Vom Untersander, ja. Und dann ist er also wieder zurück. Der Dominik Cahun, 4. Sieg für den SCB im 8. Spiel. 7-3 gewinnt Bern heute Abend gegen Lugano. Und einen haben wir noch. Thank you.
EV Zug gegen den EHC Biel. Und ja, da ist gerade der Bieler zuletzt nicht so gut gelaufen mit 3 Niederlagen in Serie und heute Abend beim Titelverteidiger. Und das ist eine ganz enge Geschichte geworden. 1-1 da der Spielstand und dann kommt der Bieler Angriff. Oh. Geht unter der Kategorie perfider Ablenker, würde ich sagen, oder? Ja. Weil sie dort, ja, er hebt einfach nur die Schaufeln ein bisschen an, oder? Und Giannoni kann durch das sehr, sehr spät lesen, was eine Ablenkung gegeben hat. Und, aber sehr clever, wie er es da macht. Man sieht es da gut. Jaco Venko schiesst und der Jere Salinen lenkt ab. Und der hat überhaupt einen guten Abend gehabt, heute im Zug. Da sind wir im dritten Drittel. 49. Minuten, Powerplay Biel. Wieder Jakovenko und wieder Salinen, der dran ist. Ja, er ist ein Spieler, der eben in dieser Bumper-Position mit drin im Powerplay sehr gut spielt. Das hat man auch gesehen beim Weltmeistertitel in der letzten WM. Er ist im ersten PP-Block von Finnland gestanden, hat immer genau diesen Job gehabt. Manchmal ist der Low-Bumper. Das ist wirklich etwas, was er hervorragend macht und heute zweimal am richtigen Ort gestanden. Mhm. Aber eben gegen den Titelverteidiger, eine 2-Goal-Führung, auch kurz vor Schluss, ja, muss noch nicht etwas heissen. Und Zug gekämpft. Da sind wir in den guten letzten 5 Minuten. Und dann gibt es ja noch den Hoffmann, den Jus und den Kovarsch. Und die bringen den Zug wieder her. Ja, sensationelles Päschen, vor allem vom Jus dort, wie er sie am Kovarsch noch überlegt. Am weiten Pfosten über ist extra klasse. Setteri, der da nichts machen kann, so wie er da bezwungen wird. Und dann geht es gerade weiter, nochmal Zug, die schiessen den Ausgleich. Und da ist dann der Gregory Hoffmann, der abgeschlossen hat, Zug ohne Goalie, mit 6 gegen 5. Und der Pass war auch nicht schlecht von Dario Simeone und der Karl Klimberg. Sehr schön gespielt von Zug, weniger schön von Biel. Ich meine, man hat jetzt zweimal in nächster Nähe vom Goal entweder den Stock nicht kontrolliert oder die Scheibe nicht weggebracht. Es tut natürlich weh, wenn man 2 Goal führt und dann so es noch aus den Händen ist. Aber man spielt gegen Schweizer Meister, die haben schon manchmal bewiesen, dass sie so Rückstände wettmachen können. Ja, und dann ist ja die Frage, wie man dann noch reagiert, oder? Ist man am Boden zerstört und bringt nichts mehr zustande? Oder kann man in der Verlängerung gleich noch etwas richten? Und da kommt die Antwort vom EHC Biel. Rajala, Overtime, schön, wie er reinzieht, aber hat viel zu viel Platz. Die Zuger Verteidiger übergeben dort im Moment nicht gut, der Gap ist nicht geschlossen. Und nachher, dann, ja, wenn du ihn dort schiessen lässt, dann wird es brandgefährlich in der Regel. Gut verdeckt, noch ein bisschen der Verteidiger oder wer ist der Hoffmann vielleicht sogar noch Screen genommen. Das lange Beam und 4-3 Biel, Overtime. Nach 41 Sekunden ist die Entscheidung gefallen. 46 Goal hat es gegeben heutigen Abend und wir schauen uns in der Rundenübersicht nochmal alle die Ergebnisse an. Die sehr knappen und ein paar ganz eindeutige, was geht. Zum Beispiel Bern gegen Lugano, das 7-3. Dann HCD auf Messer schneiden bis zum Schluss. Genauso wie unser Hauptspiel gegen Servet ZSC 1, 3-2-Sieg. Vom Ergebnis her klar, Ambri, der wieder gewinnt. Und zwar gerade mit 6-0 auswärts. Dann 6-3, Lakers gegen Oshawa. Lange mit dem wichtigen Sieg gegen Lausanne 3-1. Und wir haben es gerade gesehen, Biel holt der Auswärtssieg nach Verlängerung gegen den EV Zug. Genf zu oberst Verteidiger, der Spitzenplatz. Die Lakers sind da und Ambri Piotta. Jetzt auch schon wieder auf Rang 3. Man sieht, es haben nicht alle gleich viel Spiel. HCD mit 8 Partien, genauso wie der SCB. Der ist jetzt in der Top 6 rein, ist auch aufwärts gegangen. Dafür sind Zürcher da gerade ein bisschen runtergerutscht. Aber eben, die haben noch 2 weniger zum Beispiel als die Lakers oder Genf. Biel, Freiburg, Lugano in dem Mittelfeld rein. Und dann, Achtung, unten. Oshawa, jetzt ist es gleich ziemlich runtergegangen. So schnell geht es dann eben auch in der Tabelle. Und lange auch das Lausanne überholt. Und Kloten bleibt die Letzte. Ja, Lausanne dort unten im Keller. He? Ja, Lausanne, die beiden L, Lugano. Also ich habe das Gefühl, ja, dort unten beide ein bisschen nervoso. Und jetzt
Können wir schnell in die NHL wechseln. Das geht bei MySports. Nashville Predators, die gegen die SCB das Vorbereitungsspiel kann, sind heute in Prag in Saison gestartet gegen San Jose Sharks. Und wir sehen den Dante Fabro und vor allem der Nino Niederreiter. Schuss 3-1 für die Nashville Predators. Schlussresultat 4-1 Nashville mit dem Niederreiter und dem Josi. Gewinnt also gegen die San Jose Sharks mit dem Timo Meier. Das also der Auftakt in der NHL. Auch der hat es live gegeben. Im Paket bei MySports. Also, die volle Ladung Hockey, die gibt es bei uns auch schon morgen wieder. Alle Spiele live bei MySports. Lugano gegen den HC Davos wird dann unser Hauptspiel sein. Wir steigen ein mit unserem Programm am 5 ab 7:30. Und alle Highlights, alle Goal, die wichtigsten Szenen vom Abend, die gibt es auch, und zwar bei unseren Kollegen auf blick.ch. Dort findet ihr von jedem einzelnen Match einen Clip, ausführliche Match-Zusammenfassungen, sodass ihr den vollen Service habt. Und was haben wir gesagt? 46 Goal hat es gegeben in der Runde am heutigen Abend. Bei uns gibt es den schnellsten Hockey-Service überhaupt, unsere Goal-Parade. Alle Goal zack, zack aneinander geschnitten. Das gibt es als nächstes auf TV24 und auf MySports. Wir im Studio sagen, danke, sind ihr dabei gewesen. Danke Sven Helfenstein, danke Uli Schwarz und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. We'll be right back.